Herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia von Horváth. Ein weiterer Ungar kam aufgrund des Coronaviruses hier in Ungarn in Quarantäne. Es handelt sich um einen Lkw-Fahrer, der vor kurzem in der Lombardei gewesen ist. Zudem wird eine ungarische Frau mit dem Verdacht auf Coronavirus in Wien im Krankenhaus behandelt. Der Lkw-Fahrer war noch vor der Einführung der Quarantäne in der Lombardei unterwegs. Seitdem kehrte er heim. Er hat zwar kein Fieber, fühlte sich aber nicht wohl und wurde deshalb mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus geliefert. Die Untersuchungen laufen noch. Mit ihm zusammen befinden sich derzeit insgesamt etwa 20 Patienten unter ärztlicher Aufsicht im St. László-Krankenhaus in Ungarn. Meine Lunge tut weh, ich huste und habe Schüttelfrost, sagte diese Patientin. Der Nachrichtensender M1 konnte die in Wien lebende Frau erreichen, die mit dem Verdacht auf das Coronavirus ins Krankenhaus in Wien gebracht worden ist. Sie erzählte, dass sie schon seit Ende Januar in Europa ständig unterwegs gewesen sei. Zuletzt sei sie in Venedig gewesen, von dort sei sie mit dem Zug in die österreichische Hauptstadt heimgefahren und seitdem fühle sie sich unwohl. Am 10. am Montag bin ich zu Hause angekommen und am Donnerstagabend hatte ich schon Husten. Am Freitag ging es mir dann richtig schlecht, erklärte die Betroffene. Danach bekam sie auch Fieber. Sie suchte mehrmals den Arzt auf, dort wurde ihr gesagt, dass alles in Ordnung sei. Sie fühlte sich immer schlechter, daraufhin rief sie die Coronavirus-Hotline heute in der Früh an und schilderte ihre Symptome. Sie wurde sofort abgeholt und ins Krankenhaus geliefert. Ich bin hier vorsorglich abgesondert worden. Alle tragen Schutzkleidung, Mundschutz und Handschuhe und ich darf das Zimmer nicht verlassen, sagte die Patientin. Mittlerweile wurde auch der Ungar in Japan ins Krankenhaus gebracht, der auf dem Luxusliner Diamond Princess arbeitete und der ein positives Testergebnis auf Coronavirus hatte. Staatssekretär Tomasz Menzer sprach darüber, dass es auch in jedem Hotelkomplex auf Teneriffa ungarische Bürger gäbe, dass unter Quarantäne gestellt worden sei. Über ihren Gesundheitszustand gäbe es aber bislang keine Informationen. Landesweit wurde der Opfer des Kommunismus gedacht. An diesem Tag vor 73 Jahren wurde Béla Kovács, der Hauptsekretär der Unabhängigen Partei der Kleinlandwirte, von den Sowjets verhaftet. Damit hatten die Kommunisten, wie es auf einer Erinnerungsveranstaltung genannt wurde, das Land gefangen genommen. Die Regierung gab den Vereinten Nationen am Gedenktag den Anstoß, dass ein internationaler Gedenktag für die Opfer der kommunistischen Diktaturen ernannt werden solle. In Debrecen wurde mit Kranzniederlegung der Opfer gedacht. Margit Lugosz überlebte das Grauen als Kind. Sie sagte, die ungarische Staatspolizei, AWH, hätte um 2 Uhr nachts die Tür ihrer Wohnung in Nagykanizsa eingebrochen. Sie hätten nur eine Stunde Zeit gehabt, ihre Sachen zu packen. Und dann wurden sie in einem Viehwagen zur Zwangsarbeit nach Hortobay transportiert. Der Kommandant trat vor und sagte, sehen Sie diese trockene Erde, diese werden wir mit Ihren Knochen einfetten. Sie kommen hier nicht lebend raus und Sie sollen arbeiten, denn wenn Sie nicht arbeiten, werden Sie vor Hunger sterben, erinnerte sich Margit Lugosz. In Budapest wurden ununterbrochen Kerzen an der Heldenmauer angezündet. Béla Morvai, ein ehemaliges Opfer des Kommunismus, erlebte als Kind auch den Schrecken der Deportation. Er sagte, er wäre 9 Jahre alt gewesen, als er und seine Familie von Budapest nach Kisköre und später nach Hortobágy ausgesiedelt wurden. Im Zwangsarbeitslager von Borospusta mussten sie harte landwirtschaftliche Arbeit leisten und waren ständigen körperlichen Misshandlungen und Demütigungen ausgesetzt. Nach mehr als 2 Jahren wurde er mit seiner Familie freigelassen. Danach konnten sie doch nicht mehr nach Budapest zurückkehren. Wir konnten nie mehr in unsere Wohnung zurückkehren. Alles wurde uns weggenommen, sagte Béla Morvai. Maria Schmidt, Generaldirektorin des Budapester Museums Haus des Terrors, hob bei einer Gedenkfeier im Urania Filmtheater hervor.
Der Kommunismus sei das unmenschlichste Regime gewesen. Diese habe weltweit hunderte Millionen Opfer gefordert. Ungarn hat wie andere osteuropäische Nationen für das jahrzehntelange Bestehen des Kommunismus einen hohen Preis gezahlt, sagte die Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte. Im Jahr 2000 erklärte das Parlament den 25. Februar zum Gedenktag an die Opfer des Kommunismus, nachdem Béla Kovács, der Generalsekretär der Unabhängigen Partei der Kleinlandwirte, 1947 an diesem Tag rechtswidrig festgenommen und in die Sowjetunion deportiert wurde. Heute ist Faschingsdienstag, der letzte Tag des Faschings. Morgen beginnt die Fastenzeit vor Ostern. In Mohács haben die den Winter vertreibenden Buschos ihren letzten großen Umzug begonnen. Mit einem großen Lagerfeuer und dem Verbrennen eines den Winter symbolisierenden Sarges ging der diesjährige Buschogang zu Ende. Innerhalb von 6 Tagen hat eine Rekordzahl von 2000 maskierten Menschen daran gearbeitet, den Winter so fern wie nur möglich zu vertreiben. In der Budapester Kunsthalle wurde eine Ausstellung mit Werken von Kamil Major, einem in Frankreich lebenden und arbeitenden ungarischen Künstler, eröffnet. Die aktuell präsentierten 30 Bilder führen den Besucher durch die wichtigsten Phasen seines Lebenswerks über 4 Jahrzehnte hindurch. Die Inspiration und Methoden haben sich in dieser Zeit geändert. Die Verwendung geometrischer Formen ist jedoch geblieben. Mit dem neuen Film des Oscar-Preis gekrönten Regisseurs István Szabó mit dem Titel Abschlussbericht begann dieses Jahr die ungarische Filmwoche. Bis Samstag trifft die Vorjury aus insgesamt 59 Werken eine Vorauswahl im Corvin-Kino in Budapest. Das ausführliche Kinoprogramm findet man auf der offiziellen Webseite. Der Galaabend der Preisverleihung findet am 5. März im Budapester Lustspieltheater statt. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.